Was glauben Sie, haben Gottfried Daimler, Walt Disney und Bill Gates gemeinsam? Ich sage Ihnen jetzt, was die drei verbindet. Gottfried Daimler, Walt Disney und Bill Gates waren verrückt. Und deshalb hoffe ich, dass auch Sie mich für einen Verrückten halten. Für einen Spinner. Ja, allerdings. Ich möchte gerne verrückt sein. Ich möchte gerne träumen und wünschen. Naja, was Sie alles möchten, ist mir egal. Ich muss Kaffee verkaufen. Und eigentlich werden Sie dafür bezahlt, mir zu erklären, wie das am besten geht. Sie müssen Kaffee verkaufen? Herr Leibowitz? Jetzt passen Sie mal auf, meine Firma, das heißt, Ihr Auftraggeber... Zwingt Sie, Kaffee zu verkaufen, richtig? Habe ich Sie da richtig verstanden, Herr Leibowitz? Das ist bitter, denn das heißt, Sie wollen überhaupt gar keinen Kaffee verkaufen. Vielleicht kommen Sie mal auf den Punkt, Mann. Was wollen Sie? Wovon träumen Sie, Herr Leibowitz? Ich glaube nicht, dass Sie das was angeht. Träumen Sie vielleicht davon, dass der HSV Meister wird? Wollen Sie mit Claudia Schiffer bumsen? Auch nicht. Was wollen Sie von mir? Sie wollen Erfolg haben, richtig? Und Sie, Herr Leibowitz, wollen Kaffee verkaufen. Und zwar so viel wie nur irgend möglich. Ich werde Ihnen jetzt mal was sagen. Sie können nicht in einer Sache erfolgreich sein, die Sie nicht mit jeder Faser Ihres Wesens begehren und anstreben. Also, Jürgens Verkaufstraining geht bis einschließlich Freitag. Morgen und übermorgen übernimmst du das Seminar für Körpersprache von Ecki und Ecki macht dafür den Online-Shop in Berlin klar. Gut, was ist mit der W&S Bank? Die haben zugesagt. Was? Zu krass, ich fand's klasse. Wenn's einer verdient, dann ist es Leibig. Der Blödmann wird sein selbstgefälliges Grinsen auch noch verlieren, das sag ich dir. Sind Sie nicht zufrieden mit der Seminarleitung? Sag mal so, ich glaube, das war das letzte Seminar, das meine Firma bei Ihnen gebucht hat. Wiedersehen. Was mache ich hier überhaupt? Also eins kann ich euch sagen, das war mein letztes Erfolgsseminar, ein Haufen dämlicher Kaffeeverkäufer. Also ich habe keine Lust mehr, mein Talent an solche Idioten zu verplempern. Diese Idioten sind aber unsere Kunden und wir leben von diesen Kunden. Halt die Luft an. Du hast gegen den Kodex verstoßen. Ab morgen hast du hier in dem Laden überhaupt nichts mehr zu sagen. Kommst du mal bitte wieder runter? In einer Woche ist die Kohle wieder drauf auf unserem Konto, ja? Und wenn du willst, übrigens auch mit Zinsen. Schönen Abend, Nelly. Tschüss. Was ist denn mit dem los? Es tut mir leid, Bastian. Aber heute Morgen wollte er plötzlich die Abrechnung sehen. Wie bitte? Wird er sowieso nicht zulassen. Er wird begeistert sein. Aha. Einer für alle. Und alles für mich. Aha! Das ist also aus uns geworden, ja? Verdammt nochmal! Jürgen! Bleibst du mal stehen? Jürgen! Du hast ja nur darauf gewartet, dass jemand einen Fehler macht. Hm. Dieses Stück Scheiße, du. Meine Herren, bitte. Sie schreien das ganze Haus zusammen. Ach, Basti, weißt du, du langweilst mich. Können Sie sich bitte hinsetzen, ja? Können Sie sich bitte hinsetzen? Sie haben doch Ihren Arbeitsplatz. Du bist doch selbst zu blöd, um Kaffee zu verkaufen. Mal los.
Ich sag dir, die letzte Truppe, die ich hatte, die war die reinste Katastrophe. Den Leibowitz hast du heute aber ganz schön fertig gemacht. Er hat's auch nicht besser verdient, dieser Kaffeebohnenvertreter. Jürgen Hafner, 32. Wo wohnte das Penthouse? Drei Schüsse? Ja. Einer ging mitten ins Herz. Die anderen beiden sind nur knapp daneben. Da hat einer gewusst, was er macht. Wann? Die Totenstarre ist noch nicht voll ausgebildet. Hier unten ist es warm. Ich schätze, der Mann ist höchstens 8 Stunden tot. Eher 7. Also wurde er zwischen Mitternacht und 1 Uhr ermordet. Paul, kommst du mit? Die Schüsse kamen von hier. Muss ein ziemlich guter Schütze gewesen sein. Ja. Ich habe oben auch noch was entdeckt, aber am besten du schaust es dir immer selber an. Ja. Hier, nimm's mal. Paul, komm in Wallung. Ja, ja, ich. Mein Gott. Gleich hier vorne, Apartment B105. Bizarr, eine Voodoo-Taube. Genickbruch. Was sind das für Typen, die so ein Motivationsheini brauchen? Ich könnte jeden Morgen einen brauchen. Ich habe eine Freundin. Ja. Schön für dich. Dienstag, 23:55 Uhr. Hi, hier ist Conny. Ich wollte nur sagen, es war super geil heute Abend. Ruf mich wieder an, weil du Lust hast. Schlaf gut. Die kommen meist gegen 10. Ja? Hanna Maus, ne? Ja. Ja, Hanna, ich hab die. Du, ich hab alles abgesucht. Ich find den. Hanna, ich kauf dir eine neue, ja? Hannalein, ich. Ja, ich. Tschüss. Oh mein Gott, ich hab die Lieblingspuppe meiner Tochter beim letzten Ausflug verschlammt. Das ist bitter. Ja, das ist bitter. Ach, da kommt einer der Herren, auf die Sie warten. Also, ich hol dich um 6 ab. Punkt 6. Ja, Schatz. Jürgen schon angerufen? Allerdings. Und? Zorn, Kripo Hamburg. Ich habe keinen blassen Schimmer, wer das getan hat.
Das ist mir unbegreiflich. Und Sie, was sagen Sie, Herr Fischer? Ich weiß auch nicht. War Herr Hafner in einer Sekte? Entschuldigung? Naja, vielleicht hat er ja geschäftlichen Kontakt zu einer religiösen oder kriminellen Organisation. Was sind denn das für Fragen? Religiös oder kriminell? Herr Zorn, wir arbeiten hier mit seriösen Firmen. Ihre Frage allein könnte schon ziemlich viele unserer Kunden doch stark erschrecken. Seit wann sind Sie Geschäftspartner? Seit 3 Jahren. Wir sind mehr als nur Geschäftspartner. Wir sind seit 15 Jahren befreundet. Die 3 Musketiere. Eine für alle und alle für einen. Das ist unser Wahlspruch und das Geheimnis unseres Erfolgs. Der Pförtner sagt, das Seminar fällt aus. Ja. Wieso eigentlich? Ich meine, so plötzlich. Gestern hieß es doch noch... Es tut mir wirklich sehr leid, aber wir werden Sie so schnell wie möglich über alles informieren und selbstverständlich einen Ersatztermin ansetzen, ja? Aha. Vielen Dank für Ihr Verständnis. Wiedersehen. Das gibt's doch nicht. Wo waren Sie denn heute Nacht zwischen 12 und 1, Herr Kaufmann? Zu Hause. Allein. Und Sie, Herr Fischer? Im Bett. Meine Freundin Angela Radek kann das bezeugen. Kennen Sie eine Conny? Nein. Guten Morgen. Das ist unsere Assistentin Nelly Möller. Nelly, der Jürgen ist heute Nacht erschossen worden. Ecki, du bist geschmacklos. Das ist leider wahr, Frau Müller. Zorn-Mordkommission. Aber das ist doch absoluter Schwachsinn! Sind ja alle noch völlig fassungslos wie... Nein, ich will das nicht. Ich will das nicht. Wer soll denn das gemacht haben? Ja, das wissen wir selber noch nicht. Hat Ihr Chef in letzter Zeit Streit? Wurde er bedroht? Nein. Ich glaube, ich muss mich übergeben. Schütte! Wann haben Sie denn Herrn Hafner zuletzt gesehen? Gestern Abend. So gegen 6:30. War er allein? Nein, Herr Kaufmann war dabei. Sie sind getrennt weggefahren, jeder mit seinem eigenen Wagen. Als Pförtner kriegen Sie doch sicher so einiges mit. Das ist nicht mein Job, den Leuten nachzuschnüffeln. Ich hasse Blockwarttüten. Naja, so habe ich das auch nicht gemeint. Wie war denn das Verhältnis zwischen Hafner und seinen beiden Partnern? Freundschaftlich? Distanziert? Gab's Streit? Natürlich haben die sich mal gestritten oder rumgebrüllt. Deswegen? Weiß ich nicht. Aber wenn's drauf ankam, haben die zusammengehalten. Sonst wären die wohl auch nicht so erfolgreich. Ja, wenn Ihnen noch was einfällt, dann können Sie mich ja anrufen, bitte. Wiedersehen. Das Ding gehörte dem Toten. Für heute Morgen ist ein Verkaufstraining eingetragen und am Nachmittag ein Termin mit einem Dr. Hochstetter mit Ausrufezeichen markiert. Steht auch im Adressenverzeichnis? Moment. Hier, Dr. Hochstetter und Partner, Anwaltskanzlei. Kannst du das mal bitte aufschreiben? Die Kollegen haben in Hafners Wohnung 3 Gramm Koks gefunden. Ja, passt doch wie die Faust aufs Auge. Sonst noch was? Er hatte leichte Prellungen in der Rippengegend. Frau Dr. Niewitz vermutet, dass er sich kurz vor seinem Tod geprügelt hat. Ach ja, das haben die Kollegen in Hafners Wagen gefunden. Den habe ich doch heute schon mal irgendwo gesehen. Ich nur wüsste wo. Würde mir auch gefallen. Ja, steht hier. Was haben Sie denn für einen Eindruck von dieser Firma, Paul? Das scheint ziemlich gut zu laufen. Die verfügen doch sicher über tiefe Einsichten in die Firmenstrukturen ihrer Kunden. Und können bestimmt auch großen Einfluss nehmen. Wenn nicht sogar
Mitarbeiter manipulieren. Meiner Meinung nach deutet die tote Taube auf einen Mafia- oder Sektenhintergrund hin. Am besten wir ziehen die entsprechenden Kollegen hinzu. Ob solche Symbole bekannt sind und was sie zu bedeuten haben. Ja, das wäre eine Möglichkeit. Wie, das wäre eine Möglichkeit? Ja, bevor wir hier weitere Verschwörungstheorien aufbauen, sollten wir uns doch lieber mal an das Nächstliegende halten. Und das wäre? Ja, das private Umfeld von Hafner, die beiden Partner. Normalerweise ja, aber in diesem Fall steckt eindeutig mehr dahinter. Paul, würden Sie sich bitte äußern? Ich glaube nicht, dass die drei Musketiere sich so gut verstanden haben, wie sie behauptet haben. Kaufmann und Fischer haben mich belogen. Zumindest haben sie mir nicht die ganze Wahrheit gesagt. Ja, vielleicht aus Angst. Die tote Taube ist eine eindeutige Drohung. Wir müssen uns darum kümmern, wer in den letzten Wochen und Monaten bei Engarde trainiert hat und ob bei den entsprechenden Firmen danach irgendwelche Unregelmäßigkeiten aufgetreten sind oder irgendwas Auffälliges passiert ist. Ja, die Unregelmäßigkeiten, ich kümmere mich darum. Entschuldigung. Ja, Eva hier. Hanna, bleib hier, er kommt ja gleich. Guck mal, da ist er. Hallo. Das hat aber lange gedauert. Ja. Ich hoffe, wir stören dich nicht. Nein, überhaupt nicht. Aber Hanna hat darauf bestanden, dich zu besuchen. Was ist das denn? Siehst du das denn nicht? Jawohl. Das ist Jenny. Ach, das ist Jenny. Hanna hat gedacht, wenn sie von der Puppe eine Phantomzeichnung macht, kannst du sie leichter finden. Das ist eine gute Idee. Mhm. Sie kommt ganz nach dir. Was hältst du davon, wenn wir jetzt gleich eine richtig professionelle Phantomzeichnung machen lassen? Jetzt gleich? Ja, jetzt gleich. Komm. Finden Sie diese Frau, Herr Hauptkommissar? Es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis wir sie finden. Frau Polizeipräsidentin. Kommst du noch mit nach Hause? Wir könnten noch was spielen. Anna, es wird viel zu spät. Du kommst ja morgen wieder nicht aus dem Bett. Wir könnten ja vielleicht am Sonntag alle zusammen was unternehmen. Ja, ihr könnt am Sonntag was unternehmen, aber ich habe meinen freien Tag. Mama hat einen Verehrer. Die halten sogar Händchen. Das ist echt peinlich. Was? Wann haben wir denn Händchen gehalten? Am Samstag auf der Kirmes in der Seilbahn. Ach, Quatsch. Entschuldigung, was ist denn das für ein Typ? Das versuche ich ja gerade selbst rauszufinden. Also wenn ich es rausgefunden habe, bist du der Erste, der es erfährt. Ja, versprochen. Ich habe überhaupt nicht Händchen gehalten. Natürlich. Quatsch. Doch, die ganze Zeit. Tschüss, meine Süße. Tschüss. Tschüss. Bis Sonntag, ne? Ja, bis Sonntag. Druck sollte Entschlossenheit signalisieren, keineswegs Brutalität. Entschuldigen Sie mich einen Augenblick, ich bin gleich wieder da. Und Herr Knutzen, Sie können schon mal probieren, jeder mit seinem Nachbarn. Wussten Sie, dass Herr Hafner gekokst hat? Ja, manchmal. Wir haben 3 Gramm bei ihm gefunden. 3 Gramm ist ja sehr viel. Ja, das ist sehr viel. Ja Gott, auf Partys, ab und zu. Ja, 3 Gramm sind ein bisschen mehr als ab und zu. Herr Hafner hatte sich kurz zu seinem Tod geprügelt. Wissen Sie mit wem? Keine Ahnung. Das passt überhaupt nicht zu ihm. Jürgen war kein Schlägertyp, ist ja merkwürdig. Die sind heute so ganz alleine hier. Ja. Herr Fischer und Frau Möller hatten nicht die Kraft herzukommen. Und Sie? Aber das ist die beste Therapie. Wenn ich heute zu Hause sitzen müsste, ich würde durchdrehen. Haben Sie eine Teilnehmerliste von dem letzten Seminar, das Hafner geleitet hat? Sie meinen diese Interrost-Geschichte? Ja. Dieses Seminar, ja, ja. Aber ich kann Ihnen nicht die Betriebs- muss sein. Ich verspreche Ihnen, ich werde Ihre Kunden noch mit Samthandschuhen anfassen. Polizeiarbeit. Cornelia Bader, kennen Sie diese Frau? Ja, das war die junge Dame, die gestern hier war, aber ich bin mir wirklich nicht sicher. Herr Zorn, ich muss wieder hoch. Haben Sie gerade mal ein Taschentuch? Ja, Moment. Ist nicht so wichtig. Nee, ich habe bestimmt eins. Warten Sie. Bitte. Danke.
Jenny. Ist das von Ihrer Tochter? Ja, das Phantom von Ihrer Puppe. Hätte ich es glatt vergessen. Denn wirklich ein Rabenvater. Tschüss. Danke. Es war keine richtige Beziehung. Eher eine Affäre oder so. Haben Sie sich denn mehr gewünscht? Ach was. Ich bin realistisch. Ich war eine unter vielen. Ich glaube, er hat einen seiner Kollegen die Frau ausgespannt. Gab jedenfalls einen Riesenkrach vor 2 Wochen. Kennen Sie den Namen der Frau? Angela. Den Nachnamen weiß ich nicht mehr. Hat der Hafner irgendwann mal eine Sekte erwähnt? Nein. Hat er während eines Seminars oder danach versucht, Informationen über die Firma hier zu kriegen? Nein. Aber vorgestern hat er einer meiner Kollegen bloßgestellt. Das war echt klasse, das kann er. Wie das? Er hat ihn voll bloßgestellt. Vor versammelter Mannschaft. Warum? Weil er nervt. Der kapiert nichts, mischt sich aber dauernd ein. Außerdem ist er auch nur scharf auf mich. Ich meine, bitte. Ich glaube, der war auch schon mal im Knast oder so. Irgendwas war da. Ist der... Der sitzt gleich hier. Ja, kommen Sie mit. Kannst du einen Rudolf Leibowitz checken? Ja, das weiß ich nicht. Wahrscheinlich vorbestraft. Ja, ich danke dir, Eva. Danke. Bis gleich. So, und jetzt zu Ihnen, Herr Zorn. Tja, ich weiß auch nicht, warum Herr Hafner so kurzfristig diesen Termin vereinbart hat. Wieso kurzfristig? Von einem Tag auf den anderen. Alle 3 Gesellschafter sollten erscheinen. Sind denn die beiden verbliebenen Gesellschafter nicht zu dem Termin erschienen? Herr Kaufmann hat aus traurigem Anlass abgesagt. Sie als Anwalt der Firma müssten doch eine Vermutung haben, was verhandelt werden sollte. Nun, die tagesaktuellen Angelegenheiten betreut ein Kollege. Ich bin nur für Fragen zuständig, die den Gesellschaftervertrag betreffen. Kann ich den Vertrag sehen? Nein. Sie erwarten doch wohl nicht, dass ich Ihnen interner... Herr Dr. Hochstetter, da der Termin bei Ihnen in direktem Zusammenhang mit dem Tod an Herrn Hafner steht, wird es für mich kein Problem sein, Akteneinsicht zu erwirken. Sie können mich mal. Aber ich sag's Ihnen trotzdem. Die Firma gehört allen 3 Herren zu gleichen Teilen. Falls einer von Ihnen freiwillig aussteigen möchte, bekommt er lediglich seine Einlage von 50.000 Mark zurück. Was ist mit der Wertsteigerung? Fällt den beiden anderen Gesellschaftern zu. Wir sprechen hier von Millionen. Was passiert, wenn 2 der Gesellschafter den dritten loswerden wollen? Dann bringen Sie ihn um. Spaß beiseite, Herr Zorn. Das ist natürlich nur möglich, wenn er gegen einen schriftlich festgelegten Kodex verstößt. Und ob dies der Fall ist, entscheide ich. Die beiden anderen Gesellschafter haben dann das Recht, den Übeltäter ohne eine müde Mark in die Wüste zu schicken. Ziemlich raue Sitten, ist ja fast wie bei einer Sekte. Das hat nicht das Geringste mit einer Sekte zu tun. Diese schriftliche Vereinbarung hat den Vorteil, dass der Fortbestand der Firma auf jeden Fall gesichert ist. Auch wenn einer der 3 stirbt? Sein Anteil verbleibt in der Firma und geht zu gleichen Teilen auf die beiden anderen Gesellschafter über. Herr Fischer, hat einer der 3 Musketiere gegen den Kodex verstoßen? Wovon reden Sie? Ich rede von dem geplatzten Termin bei Dr. Hochstetter. Ich weiß nicht, warum Jürgen den Termin angesetzt hat. Na, der Termin schien aber wichtig gewesen zu sein, sonst hätte er ja nicht so kurzfristig drauf bestanden. Ja, wenn Jürgen was wollte, dann sofort. Konnte verdammt ungeduldig sein. Und Sie wären da so ganz unvorbereitet zu dem Termin erschienen? Ja,
Das ist Frau Radek, meine Freundin, Kommissar Zorn. Guten Tag. Guten Tag. Frau Angela Radek? Nein, Angela Radek. Ah, Angela, ja. Dann sind Sie vermutlich die Angela, wegen der es mit Hafner häufig zu Eifersuchtsszenen kam. Tja, so was erzählen Sie denn? Es gab überhaupt gar keine Eifersuchtsszenen. Ich habe meinen beiden Freunden lediglich klar gemacht, dass ich jetzt mit Angela zusammen bin und dass sie die Finger von ihr lassen sollen. Das war alles. Dürfte doch unter guten Freunden kein Problem sein. Ja, wir haben das eben damals ein bisschen lockerer gesehen. Und deswegen war diese Aussprache nötig. Verstehe. Und Herr Hafner hat dann ganz freiwillig das Feld geräumt. Gab dann keine weiteren Szenen, auch keine Schlägerei? Nein, es gab eine Schießerei. Wir haben das schon vor 2 Wochen geklärt. Es war völlig zivilisiert. Ja, Wiedersehen, Herr Zorn. Ja, schönen Tag noch. Kennen Sie diese Puppe? Guten Tag. Ich suche diese Puppe. Zeigen Sie mal. Diese Puppe ist seit einer Woche verschwunden. Wenn die nicht bald wieder auftaucht, dann kriege ich einen Höllenärger mit meiner Tochter. Die sieht aus wie eine Wickeldoll von der Firma Dolls United. Ja, wunderbar, her damit. Nein, das Modell ist leider ausverkauft, wird auch nicht mehr hergestellt. Aber das Nachfolgemodell, die Schmusedoll, sieht ganz ähnlich aus. Die Schmusedoll hat etwas dickere Bäckchen, große Schlafäugelchen und 7 echte, lebensechte Funktionen. Sie schläft, isst, trinkt, nässt, quietscht, weint und geht aufs Töpfchen. Auf Anfrage ist die Schmusedoll auch als wasserdichtes Badebaby lieferbar. Ich brauche wirklich nur die Wickel. Aber seien Sie doch nicht so pingelig. Schauen Sie, die geht wirklich alleine auf Töpfchen. Ja, Sie haben das noch nie gesehen. Aber das ist doch egal, ob Sie nur schmusen oder wickeln. Danke. Auf Wiedersehen. Kann ich auch einen haben? Nee, nee. Wer nichts in die Kasse zahlt, der, naja. Na, und was ist jetzt mit der Taube? Da habe ich noch keine Rückmeldung. Scheint bislang die einzige ermordete Taube in Hamburg zu sein. Ja, die Dunkelziffer bei Gewaltverbrechen an Tauben ist sehr hoch. Wie kommst du voran? Frag mich nicht, Eva. Ich irgendwie gar nicht. Engard scheint sauber zu sein. Hatte einen hervorragenden Ruf in der Branche. Aber ich habe die Firmen abtelefoniert, die im gleichen Gebäude sitzen. Ich dachte, vielleicht hat irgendwer was gehört oder gesehen, was für uns interessant sein könnte. Und? Eine Sekretärin hat was beobachtet. An dem Tag, an dem Hafner getötet wurde. Ich habe ihr gesagt, du redest morgen früh mit ihr. Na, das ist doch mal was. Klasse, Eva. Hm. Danke, Herr Kaufmann. Die Sekretärin, die hier im Haus arbeitet, hat Sie beobachtet, wie Sie unten in der Halle sich geprügelt haben. Das war nichts Ernstes. Die Sekretärin meinte, Sie wären außer sich vor Wut gewesen. Ja, das lag an mir. Ich hatte einen schlechten Tag und war gereizt. Und ein Seminarteilnehmer hatte sich über Jürgen beschwert. Und deswegen haben Sie ihn vermöbelt? Er hat unsere Kunden beleidigt. Die waren ihm zu dämlich, verstehen Sie? Er wollte nur noch in Heim predigen. Und wenn es nach ihm gegangen wäre, am besten nur noch vor jubelnden Menschenmassen, verstehen Sie? Klingt so, als hätte er doch ein bisschen zu viel gekokst. Seine Stimmungsschwankungen waren unerträglich. Alles ging ihm auf die Nerven. Niemand konnte ihm irgendwas recht machen. Selbst der Pförtner hat was abgekriegt, weil im Haus angeblich rumgeschnüffelt wurde. Er hat den Mann behandelt wie den letzten Dreck. Und? Hat er rumgeschnüffelt? Was? Der Partner! Hat er rumgeschnüffelt? Warum sollte er? Hat denn Ihre kleine Schlägerei nicht doch ein bisschen was mit dem Termin bei Ihrem Anwalt Dr. Hochstetter zu tun? Nein. Naja, war ja nur eine Frage. Kannst du mir mal ein paar Kopien davon machen? Wie kannst du deine Scheißkopien sonst wo hinstecken? Jetzt hör mir mal gut zu. Wenn du irgendein Problem mit mir hast, dann... Guten Tag, Herr Zorn. Ach, Sie arbeiten auch hier? Ich gebe nächste Woche mein erstes Seminar. Telefonische Akquisition. Ach. Wissen Sie, da geht's nämlich um die Frage des... Nein, danke. Ich glaube, das würde mich wirklich nicht weiterbringen. Schönen Tag noch.
Sie treffe. Na, ist Ihnen noch was eingefallen? Vielleicht eine Schlägerei, die Sie total vergessen haben? Oder haben Sie einfach nur weggeguckt, weil Sie so furchtbar diskret sind? Sie sind sauer. Verstehe ich. Aber hätte ich den Denunzianten spielen sollen und Kaufmann leichtfertig verdächtigen? Wenn Sie verdächtigen, ist mir vollkommen egal. Ich ziehe meine eigenen Schlüsse. Entschuldigen Sie, ich habe Mist gebaut. Aber es ist einfach nicht meine Art, mich einzumischen. Na, langsam glaube ich wirklich, Sie haben mir einen Beruf verfehlt. Für Ihre Tochter. Eine echte Wickeldoll, wo haben Sie die denn her? Von meiner Tochter. Was wird denn Ihre Tochter dazu sagen? Ja, geht schon in Ordnung. Sie spielt nicht mehr mit Puppen. Ja, vielen Dank auch an Ihre Tochter. Sie machen ein kleines Mädchen glücklich und retten Ihren Vater aus schwerster Not. Schon in Ordnung. Ja. Aha. Ja, dann schicken Streifenwagen vorbei. Die sollen ihn abholen. Ja, dann erzählen Sie uns doch mal was über die Gesellschaft des Wissens. Sie wissen genau, dass das eine Sekte ist. Ja, eine Sekte, in der Sie Mitglied waren oder sind. Ich habe mit denen nichts mehr zu tun. Ich bin vor einem Jahr ausgestiegen. Und das war schwierig genug. Ja, dann wissen Sie ja, was man mit Aussteigern so macht, ne? Ist es richtig, dass man Aussteigern eine tote Taube vor die Tür hängt? Als Drohung? Was geht mich das an? Ich habe mit den Idioten nichts mehr zu tun. Die sind total bescheuert. Die machen einen fertig. So fertig, dass man in der Psychiatrie landet, ja? Die haben mich terrorisiert, als ich da raus wollte. Die waren überall, egal wo ich hin bin, die haben mich gefunden. Können Sie ja nicht verstehen, dass einer das wahnsinnig macht? Das sieht kein Mensch aus. Sie haben Ihre Frau krankenhausreif geschlagen. Sie haben Passanten auf offener Straße angepöbelt und bedroht. Sie neigen zu unkontrollierter Aggression, Herr Leibowitz. Ich war nicht mehr ich selbst damals. Aber jetzt bin ich wieder stabil. Ich habe Arbeit, ich bin gesund. Aber die Gesellschaft des Wissens, die ist nach wie vor aktiv. Versucht, die Wirtschaft zu untergraben. Bevorzugt Unternehmensberater und Coachingfirmen. Ja, und da kann ich doch nichts für. War Herr Haffner in dieser Sekte? Wollte er aussteigen? Und sollten Sie ihn daran hindern? Was? Was reden Sie denn da für Müll? Ich bin nicht mehr bei denen. Wie oft soll ich das denn noch sagen? Und Haffner war auch keiner von denen. Das hätte ich gemerkt. Dann war also Ihre Kollegin Conny Bader der Grund für Ihren Hass auf Haffner, wie? Sie haben sich in sie verknallt. Aber Ihre Kollegin wollte nichts von Ihnen wissen. Die hat lieber sich mit dem Haffner vergnügt. Richtig? Ja, mit so einem Blender und Schleimscheißer. Der wollte sie doch nur ficken. Das Mädel war dem doch vollkommen egal. Die haben ihm aufgelauert. Ja. Ich wollte dem Arschloch einen Schrecken einjagen. Ich wollte ihm einen Denkzettel verpassen. Indem sie ihn erschießen? Nein, mit der Taube, verdammt nochmal! Ich hab ihm die scheiß Taube an die Tür gehängt. Das war alles. Das war alles. Die Sektengeschichte ist in sich schlüssig. Wir sollten mit einem richterlichen Erlass Einblick in sämtliche Firmenunterlagen von Angarte erwirken. Wir haben in Haffners Wohnung nicht den klitzekleinsten Hinweis für eine Sektenzugehörigkeit gefunden. Aber der Mord gleicht einer Hinrichtung. 3 gezielte Schüsse in die Herzgegend. Das ist doch keine Effektnummer aus Eifersucht. Deswegen ist Leibowitz' Aussage ja auch plausibel. Der Typ ist ein Spinner, der ist vollkommen durchgeknallt. Meinetwegen ist er auch gefährlich. Aber ich habe nicht den Eindruck, dass der lügt. Der bleibt in U-Haft, bis wir seine Wohnung durchsucht haben. Klar? Ja. Herr Schütte? Ich möchte mit Ihnen auf die wunderbare Rückkehr von Jenny anstoßen. Auf die Wickeldoll. Auf unsere Kinder.
Sind Sie eine Gesellschaft des Wissens? Gefährliche Psychosekte. Mit Anspruch auf Weltherrschaft. Der ideologische Überbau. Ein Mischmasch aus buddhistischen Lehrsätzen. Brave New World und Adolf Hitler. Na, nicht schlecht. Als Pförtner hat man viel Zeit zum Lesen. Halten Sie es für möglich, dass Hafner an dieser Sekte war? Wie soll ich sowas wissen? Ja, was weiß denn ich? Vielleicht wurde er von irgendwelchen dubiosen Gestalten abgeholt oder beobachtet. Herr Schütte, Sie wollen mir doch nicht erzählen, dass Sie hier so überhaupt nichts mitkriegen. Tut mir leid. Mir ist nichts aufgefallen. Komisch. Hafner hatte den Eindruck, dass Sie ihm nachspioniert haben. Sie sollen angeblich im Terminplan davon en garde rumgeschnüffelt haben. Es macht richtig Spaß, mit Ihnen Bier zu trinken. Hafner war ein Kotzbrocken. Ich habe am Empfang gestanden und auf Frau Möller gewartet. Ich hatte ein Paket für Sie. Beim Warten habe ich zufällig auf den Schreibtisch geguckt. Das war alles. Entschuldigen Sie, aber es ist mein Job, Fragen zu stellen. Ich mache da mal Feierabend. Sind ja mehr Fußnoten als Text. Ja, da habe ich mich vergriffen. Ist ziemlich wissenschaftlich. Aber ich liebe völkerkundliche Bücher. Das wird noch aus meiner Zeit, als ich zu See gefahren bin. Sie waren Seemann? Ja. Den Job sehr geliebt. Und gar nicht gemerkt, dass meine Ehe daran zugrunde ging. Tja, das Problem kenne ich auch. Meine Familie. Sind das Ihre Bücher? Nein, nein. Das ist beim Bruder meiner Frau aufgenommen, er ist Lehrer. Ihre Töchter sehen Ihnen ziemlich ähnlich. Ja, auf dem Foto vielleicht. In Wahrheit sie die Schönheit ihrer Mutter geerbt. Mann. Bist du schon hier? Ich hab gedacht, ich bin hier mal ausnahmsweise mal der Erste. Ich bin wegen der Sektengeschichte noch mal die Bilanzen von Engarde durchgegangen. Und hab mir die Überweisungen und Privateinnahmen der letzten 6 Monate ein bisschen genauer angesehen. Und? Nichts. Alles bestens. Bis auf eine Kleinigkeit. Bastian Kaufmann hat 100.000 Mark vom Firmenkonto auf sein Privatkonto überwiesen. Na, so ein Lümmel. Gibt's sonst noch irgendwelche Privatentnahmen? Nein, das ist die einzige Zahlung, die nur an einen Gesellschafter geht. Außerdem ist sie nicht ordnungsgemäß verbucht. Hast du irgendwo die Nummer vom Hochstädter? Ach, die habe ich dir schon 5-mal gegeben. Da. Na bitte. Morgen, Herr Peters. Herr Hochstädter, Hauptkommissar Zorn. Sagen Sie, verstößt es gegen den Kodex der Firma En Garde, wenn einer der drei Gesellschafter ohne Wissen der anderen in die Firmenkasse greift? Das heißt, er würde rausfliegen. Gut, danke. Gibt es hier irgendwas, das ich erfahren soll? Herr Peters, ich glaube, wir haben ihn. Paul, wo? Aber Sie können doch nicht alleine. Doch, er kam. Immer und immer wieder alleine. Kaufmann?
Zorn. Ihr könnt Leibowitz laufen lassen. Kaufmann ist tot. Ja, Leibowitz könnte es ja wohl schlecht gewesen sein. Ja, genau wie bei Hafner. Bis gleich. Machen Sie keinen Seemannsknoten? Seemannsknoten an Land bringen Unglück. Ach ja? Frau Müller? Mir war doch völlig klar, dass die beiden sich nicht gegenseitig umgebracht haben. Das waren Freunde. Herrn Fischer gehört die Firma jetzt ganz allein. Ach Blödsinn, Ecki war das nicht. Wenn Herr Fischer seine beiden Partner nicht umgebracht hat, dann ist er das nächste Opfer. Ja, dann müssen Sie doch was dagegen tun. Wie begreifen Sie jetzt, dass Sie mir nichts mehr verschweigen dürfen? Zwischen Ihnen und Frau Radek. Frau Müller! Angela wollte unbedingt in der Firma mitarbeiten. Ich habe sie den Jungs vorgestellt. Sie ahnen ja gar nicht, wie sehr ich das schon bereut habe. Sie sind sehr ehrgeizig. Ich habe klare Ziele. Und Ihre Ziele sind sehr eng mit der Firma Ungard verknüpft. Ich kann da sehr viel lernen. Und vermutlich ist Ihr Gehalt für eine Anfängerin recht ordentlich. Und als Lebenspartnerin des letzten verbleibenden Geschäftsführers dürfte Ihre Position unantastbar sein. Ist ja ein echter Traumjob, den Sie da ergattert haben. Ich bin zufrieden. Zufrieden? Nach allem, was Sie getan haben? Ich verstehe nicht, was Sie meinen. Sie sind jemand, der über Leichen geht, Frau Radek. Erinnern Sie sich an den Jagdausflug? Ihr Freund, Ecki Fischer, war gerade frisch verliebt in Sie. Aber Sie wollten auch noch seine beiden Partner von Ihren Fähigkeiten überzeugen. Sie haben so heftig mit Kaufmann und Hafner geflirtet, dass Ihr Freund wütend abgereist ist. Zusammen mit Ihrer Freundin Nelly Möller. Aus Solidarität. Ich war gut drauf. Wollte ein bisschen Spaß haben. Aber Ecki war eifersüchtig. Sowas kommt vor? Kommt das auch häufiger vor, dass Sie aus einer Stimmung heraus mit zwei Männern im Bett landen? Ich wurde vergewaltigt. Ja. Und diese Lüge haben Sie dann Ihrem Freund aufgetischt, nachdem am nächsten Morgen Kaufmann und Hafner Sie wie ein Flittchen behandelt haben. Die beiden dachten nämlich nicht im Traum daran, Sie bei Ongard einzustellen. Was erzählen Sie denn da? Ich wurde wirklich vergewaltigt. Und warum sind Sie nicht zur Polizei? Weil die mir genau die gleichen unverschämten Fragen gestellt hätten wie Sie. Jeder Spießer hätte mir vorgeworfen, dass ich an diesem Abend nicht mit meinem Freund nach Hause bin. Stattdessen habe ich mit zwei fremden Typen Party gemacht. Da geschieht's mir doch recht, dass ich vergewaltigt werde. Oder stimmt's nicht? Frau Radek, das ist mir vollkommen egal, wie Sie das nennen, was da in jener Nacht in der Hütte passiert ist. Tatsache ist, dass Sie zutiefst gekränkt und getroffen waren. Ihr Plan, die drei Gesellschafter von Ongard um den Finger zu wickeln, war gescheitert. Sie hatten einen furchtbaren Hass auf die beiden, weil sie sie benutzt und gedemütigt hatten. Sie wollten nur eins. Rache. Sie haben Hafner und Kaufmann erschossen. Sie spinnen ja. Wie haben Sie das denn gemacht? Allein oder hat Ihnen Herr Fischer dabei geholfen? Ich will einen Anwalt. Haben Sie mit Ihrer Vergewaltigungsgeschichte Ihren Freund dazu gebracht, Ihnen zu helfen? Ich habe die beiden nicht umgebracht. Die beiden standen Ihnen im Weg, die mussten weg. Hat Herr Fischer seine beiden Partner getötet? Ich meine, ich bin ja kein Idiot. Manchmal sind die Grenzen zur Vergewaltigung eben fließend. Angela war allein mit zwei Männern, sie war besoffen, sie war vollgekokst. Und sie wollte den Job. Ich hätte sie damals einfach nicht alleine lassen sollen. Aber ich war verletzt und enttäuscht. Von Ihrer Freundin oder von Hafner und Kaufmann? Von allen. Ich wollte damals sowieso abhauen, alles stehen und liegen lassen und... Aber dann hätten Sie alles verloren. Und so haben Sie alles gewonnen. Ich weiß doch gar nicht, was ich ohne die beiden machen soll. Ich allein an morgen denke. Ich schaffe das gar nicht alleine. Auch Ihre Freundin wird Ihnen sicher helfen.
Angela kann doch Jürgen und Bastian nicht ersetzen. Wir haben den Laden zusammen aufgebaut. Wir waren Freunde. Und ihre sogenannten Freunde haben dann ihre Freundin gevögelt und vor ihnen mit ihrer Heldentat geprahlt. Aus ihrer Sicht war das in gewisser Weise ja auch verständlich. Sie kannten Angela nicht wie ich. Sie wollten mich vor ihr warnen. Aber ihre Freunde haben sich verrechnet. Sie haben unterschätzt, wie sehr sie Frau Radek schon verfallen waren. Die Kollegen haben Fischers Wohnung auf den Kopf gestellt. Keine Waffe, keine Spuren, keine Indizien. Entschuldigung, dann müssen wir die beiden eben laufen lassen. Aber die haben ein starkes Motiv. Und sie hatten die Gelegenheit. Meine Frau, Ex. Carola, was... Nein, die kann ich jetzt nicht abholen. Das geht jetzt auf keinen Fall. Gut, dann hole ich sie ab. Ja, so ist das. Das ist Herr Schütte. Das ist meine Tochter Anna. Grüß dich. Für mich? Wunderschön. Bekommt natürlich einen Ehrenplatz. In der Küche oder im Wohnzimmer? Im Wohnzimmer. Papa hängt meine Bilder immer in die Küche. Ja, jeder hat seinen Ehrenplatz woanders, ne? Herr Schütte, komm, oh, Pflicht. Ich komme. Schön, dich kennengelernt zu haben. Ich guck nur was. Das macht man nicht. Hast du denn eine richterliche Verweisung? Ich habe keine richterliche Anweisung, aber ich darf das, weil ich bin nämlich Polizist. Was ist das? Das darfst du nicht, weil du bist nämlich kein Polizist. Ich bin aber eine hochrangige Polizeitochter. Friedhofsgärtnerei, Professor Dr. Schütte. Jetzt gib das her. Sich auf der B73 am 16. März 2000 gegen 23 Uhr. Der Wagen der Familie Schütte wurde von einem anderen Fahrzeug geschnitten. Der Unfallverursacher beging Fahrerflucht und konnte nie ermittelt werden. Mein Gott. Marianne Schütte saß am Steuer. Ihr Mann war auf dem Beifahrersitz eingedöst. Die Kinder schliefen hinten im Wagen. Schütte wurde kurz wach, als der Wagen in Schleudern geriet, konnte sich nur noch an einen undefinierbaren Aufkleber am Heck des flüchtenden Fahrzeugs erinnern. Dann hat er sein Bewusstsein verloren. War er schwer verletzt? Ziemlich. Insgesamt lag er 3 Monate im Krankenhaus und dann noch in der Reha. Ist das die Nummer von Mongar? Mhm. Ich hab gleich gewusst, dass das kein Seemann sein kann. Er hat nicht mal einen richtigen Knoten hingekriegt. Er war Professor für Völkerkunde hier an der Uni. Zornkripo Hamburg. Ist Herr Schütte da? Ah, danke. Der hat sich krank gemeldet. Thank you.
Mein Gott, nehmen Sie das Ding weg, setzen Sie halt, Wahnsinn! Halt! Legen Sie die Waffe weg. Was will denn der von mir? Was wäre, wenn Laura und Rosalie ihren Vater jetzt so sehen könnten? Sie können mich aber nicht sehen, das habe ich dem Herrn zu verdanken! Ich kenne gar keine Laura, keine Rosalie. Das Auto mit Laura, Rosalie und ihren Eltern wurde erst 2 Stunden nach dem Unfall gefunden. Wenn jemand Hilfe geholt hätte, dann wären wahrscheinlich Frau Schütt und eins der Kinder noch im Leben. Oh Gott. Jetzt, wenn Sie Ihren Plan weiter durchziehen wollen, dann müssen Sie uns jetzt beide erschießen. Hören Sie, Schütt, das tut mir leid. Wir waren damals besoffen und wir hatten Angst. Angst? Deshalb muss meine Kinder verrecken. Es gibt Ihnen nicht das Recht, sich als Herr über Leben und Tod aufzuspielen. Legen Sie Ihre Waffe auf den Boden und nehmen Sie langsam Ihre Hände hoch. Was bringt Ihnen sein Tod? Können Sie jetzt besser schlafen, nachdem Sie Hafner und Kaufmann erschossen haben? Die drei Herren waren glücklich, ohne Schuldgefühle, ohne Skrupel. Sie haben meine Familie ausgelöscht. Haben Sie auch nur einen Gedanken an die Eltern der beiden verschwendet? Ach, die Eltern haben Sie doch zu den asozialen Schweinen gemacht. Die haben tote Kinder auf der Straße liegen lassen. Mein Gott, wir wussten doch nicht, dass... Und Sie, was machen Sie? Sie verurteilen die Eltern, die Sie nicht kennen. Und verurteilen 3 junge Männer zum Tode. Was Sie da machen, ist eines zivilisierten Menschen unwürdig. Der zivilisierte Max Schütt ist am 16. März mit seiner Familie gestorben. Es ist eine Ausrede, eine billige Ausrede. Es ist zu spät. Nein!